Servus, ich grüße euch zu einem neuen Video und zwar heute mit dem langersehnten Unboxing von der kleinen Kat1 Bestellung von der Feuerwerksvitrine. Ich habe ein bisschen was bestellt bei der Maiglückchen-Aktion letzten Monat und das ist jetzt endlich da und jetzt schauen wir doch gleich mal rein. Ich habe es gerade schon aufgemacht. So, sieht schon mal gut aus. Was hier gleich auffällt, ein Fußballsticker oder so eine Fußballkarte von Mesut Özil, passend zur EM. Ja, ich weiß nicht. Zugabe von der Vitrine, auch nicht schlecht. Aber kommen wir zum interessanten Teil. Und zwar haben wir hier zweimal das Fun for Kids von Feistel, die Sortierung. Die meisten Artikel sind aber von Moog. Zum Beispiel hier die Silberwirbel, Leuchtkäfer, wilde Hummel. Dennoch schönes Set, zweimal, einmal für die Vitrine zum Aufheben und eins zum Testen. Dann haben wir hier ein kleineres Set, auch von Feistel, und zwar den Bombastic Pack. Auch ganz schöne Sachen drin, schönes Design noch. Ja, auch hier noch mit einem Abenteuer, ein Fall, eine Falle für Crackcheck. Ja, Spannung pur bei diesem Pack. Dann zum Testen die Neuheit von Xplode, Spinny, Silberwirbel, hat Doc Decker auch schon getestet, möchte ich jetzt auch mal selber nachholen. Dann drei Päckchen von der neuen Kat1 Version, also F1 von den Eisvögeln, die gab es bisher nur in Klasse 1, war nicht sicher, ob die nach 2017 weiterhin erlaubt sind, da die Zulassung sonst erloschen wäre. Dann haben wir hier einen Nachtfalter von Keller, auch schon etwas älter. Hier haben wir noch von Panda zwei flotte Bienen. Einmal die Feentanz von Pyroart, einfach nur so zum Testen. Zweimal sogar. Und hier haben wir zwei absolute Top-Neuheiten aus dem Jahr 2015, und zwar die Ghost Cracker von Nico, die zylindrischen Knallerbsen. Alleine schon die Verpackung verspricht extrem laute Knallerbsen. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt auf den Test. Augenzwinkern. So, hier haben wir. Kommen wir erstmal zum anderen. Nochmal Eisvögel, das vierte Päckchen. Ein einzelnes Päckchen Pyrowirbel vom Keller. Dann hier nochmal ein paar Neuheiten von Xplode. Nämlich die Firing, vier Stück. Das sind diese coolen Dinger, die wo bloß so so eine Lunte haben, mit so einem Plastikstopfschlüssel dann. Hier, da bin ich schon sehr gespannt auf die Teile. Werde ich definitiv auch testen. Hier zweimal Blitz von Xplode. Auch neu halten. Bin ich auch schon gespannt. Dann haben wir hier ältere dicke Brummer von Komet in einem schönen Blister. Einfach nur schön zum Ansehen. Dann hier noch Powerballs von Keller in der 3x3er Schachtel. Zwei und nochmal drei. Dann hier noch Nikobine. Altes Design. So. Hier haben wir nochmal ein paar Eisvögel. Einmal die Nachtfalter von Komet. Schöne Rarität. Ups. Und hier nun einen Hauptgrund für die Bestellung, und zwar haufenweise Kellersachen, weil die so geil sind. Habe ich große Erinnerungen an die damals, die habe ich immer im Marktkauf gekauft. Und zwar haben wir hier ein paar Pyrowirbel, zwei Päckchen Geisterfeuer, Gruselfeuer. Hier nochmal zwei Spinny, sodass wir jetzt vier haben. Dann Feuerkreisel von Keller haben wir hier nochmal ein paar.
alle raus hier. Raus mit denen. So. Einmal hier, ein ganzer Turm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Päckchen. Davon werde ich wohl ein paar verleiten. Muss ich mal schauen, ob ich das als 3000 Abo Special mache. Dann hier noch ein Display Geisterfeuer, die gab es auch in der Vitrinenaktion. Sehr günstig, lohnt sich immer, weil die richtig geil sind. Da haben wir auf jeden Fall ein ganzes Display hier. Und jetzt muss ich doch noch mal gucken. Ah, okay. Was ist das? Ach so, da haben die jetzt noch zwei Gruselfeuer reingepackt und zwei Crackling Balls von Xplode, auch Neuheiten. Bisschen verdrückte Verpackung, wird aber nichts machen. Die werden wir auch testen. Und dann eben hier noch ein halbes Display Geisterfeuer. Das war's, der Karton ist leer. Hier haben wir noch eine kleine Gesamtübersicht über die ganze Bestellung. Seid gespannt auf die folgenden Videos. Jetzt geht's langsam wieder los. Die zweite Jahreshälfte beginnt bald. Und in der ist ja dann auch Silvester. Und damit freut euch, wie gesagt. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Servus.